Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ein Holoband steht uns noch aus. Und wir werden das so gleich und auf der Stelle werden wir uns das anhören tun. Was Atom verlangt, hat das geheißen, ne? Was Atom verlangen tut. Was Atom verlangen tut. Wo ist das? Wo ist das? Was Atom verlangt, da. Ich bin überrascht. Ich hatte angenommen, dass du und deine Anhänger hartnäckiger nach dem Startschlüssel des U-Boots suchen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr enttäuscht. Ich will unseren Verpächter nicht erzürnen. Ich denke, ich werde es überleben. Aber müsst ihr für euren Gott nicht bei einer Atomexplosion umkommen? Habt ihr euch nicht aus diesem Grund im Nukleus angesiedelt? Das ist kein Geschäft, Dima. Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an. In welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen? Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen. Als Freunde, als Familie. Einen Ort, an dem man daheim ist. Genau. Der Nukleus ist ein wahrhafter Segen. Es wäre schwer, solch ein Geschenk zu verlassen, selbst für andere. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Bis Atom ihn zurückgibt, musst du wohl bei uns bleiben. Ich denke, ich werde es überleben. Okay. Dieser vorige Beichtvater, dieser Martin, scheint doch ein, ja, doch noch ein anständiger Kerl zu sein. Ein nicht ganz so fanatischer Fanatiker. So. Hm. Fein. Dann geht's weiter. Wohin denn nun? Nach Arcadia zurück? Schaut so aus. Gib Dima Marins Bänder. Alles klärchen. Dann machen wir das doch gleich. Husch, husch und drüber da. War mir eh schon lange nicht mehr in Arcadia. Arcadia. Ja. Kachang. Jawohl. Und rein hier. Hui. So, und öffnen. La ra 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 da ra 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 pa ra 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 du lu 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 du lu du 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 du. Hallöchen, wir sind wieder da. Herr von und zu Dima. Dima, pass auf. Ich habe die Bänder aus Martins Versteck. Ausgezeichnet. Ja, das sollte funktionieren. Lass mal hören. Schön, seine Stimme wieder zu. Ziemlich düster das Ganze. Ja, es ist nicht schön, die Worte eines alten Freundes zu verdrehen. Aber ich glaube, Martin würde es verstehen. Dieses Band sollte reichen, um den hohen Beichtvater in die Kommandozentrale zu locken. Tactus ist allerdings sehr misstrauisch. Verdienst du dir erst sein Vertrauen, sollte die Sache etwas glatter verlaufen. Du musst dann die Leiche verschwinden lassen. Die Mauern der Wartungsschächte waren noch nie besonders gut gewartet. Das sollte also funktionieren. Wenn du fertig bist, kommen wir wieder her. Dann schicken wir den Ersatz los. Also, bist du bereit? Ja. Vertrauen des Beichtvaters gewinnen. Wie soll ich das bitte anstellen? Vorbereitungen für Einsatz. Freizeichen, bin bereit. Brauche noch Zeit. Vertrauen gewinnen, Beichtvater und so? Wie soll ich das Vertrauen gewinnen? Beweise der Familie deine Treue. Hilf ihnen, wenn sie darum bitten. Zeig den Kindern und Tactus, dass sie sich auf dich verlassen können. Einen seiner Schützlinge wird er kaum verdächtigen. Also bist du bereit, diesen Plan in die Tat umzusetzen?
Nicht so schnell. Vorbereitungen für Einsatz, Fragezeichen. Für den Ersatz. Bisher lief es recht gut, aber die knappe Zeit macht mir etwas Sorgen. Aber er sollte bereit sein, wenn du es getan hast. Na gut, ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Hui. Ja, überrede den hohen Beichtvater zu einem Treffen. Gut, dann hauen wir wieder ab. So. Insel und so. Na prima. Jetzt morden wir dann auch. Ja, dumm eh die ganze Zeit, hat schon recht. Wir speichern das Ganze wieder mal. Ich würde sagen, jo, können wir da draufhauen, ist gut. Ach, Herr Jemini. Und wir porten uns wieder zu Nukleus. Nukleus. Geht das nicht? Will dahin? Geht ja. So, na fein. Gut. Vielleicht kann Dima die Kinder des Atoms dann wirklich so dazu bringen, dass sie noch einmal versuchen, mit Far Harbor Frieden zu stiften. Und vielleicht dank dem Synth, der in Far Harbor schon ist, vielleicht kann man da wirklich irgendwas machen, dass sie die Hälfte der Insel für sich beanspruchen, also für die Kinder des Atoms eine Hälfte und für Far Harbor Bewohner die andere Hälfte, also zum Beispiel. Das wäre schon mal was. Jo. Bam 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 bam. Jo. So, Hallöchen, meine Lieben. Das Licht darf nicht fehlen. Obwohl das hier war irgendwie trotz allem, also mir blendet es gerade voll. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt vom Spiel kommt oder ob jetzt ja das Licht von draußen. Heute scheint die Sonne. Heute scheint die Sonne. Es ist so schön. Es ist so schön, es scheint heute die Sonne, es scheint die Sonne, es ist so toll. Wo muss ich denn hin? Rauf jetzt, ne? Zum Beichtvater. Jetzt bin ich super falsch gelaufen. Ach, es ist so schön, die letzten Tage waren so verregnet, so voller Nebel, so schier und ungemütlich. Man wollte gar nicht mehr nach draußen gehen. Man hatte schon eigentlich, kann man sagen, die erste Weihnachtsdepression, Winterdepression, so nicht Weihnachtsdepression. Winterdepression, so. Obwohl kein Schnee noch war. Also weiterer Schnee war. Wir hatten schon mal eine kleine Portion. Aber ja, es tut so gut, so schön. Endlich mal wieder Sonnenschein. Ach, wie toll. Herr Beichtvater. Herr Beichtvater. So, wichtigere Sei Themen. Gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe für Glauben und Familie. Wie kann ich dir helfen? Dimas Band zeigen. Sonst noch was. Der Startschlüssel für das U-Boot und so weiter. Dimas Band zeigen. Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Ja, dann machen wir das doch gleich. Inventar. Wie heißt denn das eigentlich? Da müsste ich jetzt mal kurz... Warte. Martins neues Zeitalter heißt das Ding, okay. Martin, das heißt mit M. Scroll, 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 scroll. Rauf, 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 rauf. Warte, das geht da schneller, gell? Oder? Geht das hier schneller? Na. Ma, 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 ma. Mi, 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 mi. Hört zu, Kinder. Tektes Zeit ist abgelaufen. Der Nukleus muss für eine neue Ordnung bereit sein. Weine. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden. Na dann, gehen wir es an, oder? Ich werde anordnen, dass wir nicht belästigt werden. Ja.
Ja. Das heißt, wir sind hier richtig, oder? Nein, wir müssen ein Stück rüber. Die Spaltung, wir müssen raus und rüber. Ja, das glaube ich auch. Weil sie gleichzeitig ist. Einmal Atombombe, Buff und Tschüss. Gut ist es. Haben wir es schon geschafft. So, wohin nun? Was zeigt er mir? Na, ich bin runtergefallen. Das war keine Absicht. Oh, Ruck. Da drüben. Unten rein, oder? Da ist verkehrt, ne? Achso, der betet schon wieder. Der ist schon wieder voll fertig. So. Ein Stückchen rauf. Ja, da müssen wir rein. Da, wo wir schon einmal drinnen waren, um Dimas Erinnerung zurückzuholen. Da gehen wir jetzt wieder rein. Und dann murksen wir den ab. Nur wo tun wir die Leiche hin? Keine Ahnung. Vielleicht verbrennen lassen davon. Ist er schon da? Schaut aus. Ist er jetzt da unten, oder wie? Schaut ganz danach aus. Hä? Also, kümmer dich um den hohen Beichtvater. Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Zum Weglaufen überreden. Es ist aus, Tektis. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Du arbeitest für... Du blöffst nicht, oder? Kein Ort auf dieser Insel ist vor ihm sicher, oder? Gut, diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Oh. Kehre zu dir zurück. Ja, die Optionsdingern sind jetzt vorbei, ne? Diese Insel ist verloren. Ja, ist sie. Tschüss. So, und jetzt, ha? Gehen wir wieder raus. Ja, diese Optionsdingens, ne? Das mit dem... nee. Ich will Verhaber nicht zerstören, ehrlich nicht. Also das muss friedlich... Das muss friedlich ablaufen. Das gibt's ja, dass es nicht hinhaut. So. Wir ziehen wieder von dannen. Eureka! Atom hat für uns alle einen Weg. Jojo. Passt schon. Wir gehen und reisen vor allem zu Dima zurück. Und erstatten Bericht. Ich glaube halt, dass wir jetzt zurück dürfen. Ich muss nochmal durchlesen und durchschauen die Quest. Aber ich glaube, wir dürfen zurück. Ja. Atom sei mit dir. Vielleicht kann da dieser Tektus vielleicht ja bei den Kindern des Atoms im Commonwealth eine große Nummer werden. Auf jeden Fall, wir hauen ab. Von da. War alles gut, dass wir denen geholfen haben. Ja. Fürs große Ganze. So. Ah, jetzt sehe ich's. Das Licht von draußen spiegelt sich auf meinem Bildschirm. Jo, macht nix. Macht nix. Lalalalala. Licht? Klingt nach einer interessanten Erfahrung. Herr Dima. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. Ach so? Okay. Hey, Dima. Du hast es bestimmt schon gehört. Der Hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist?
Insel endlich sicher? Freizeichen, sarkastisch. Zum Weglaufen überredet. Bin nicht mehr eure Marionette. Insel endlich sicher? Heißt das, die Insel ist endlich sicher? Ich glaube ja. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Fahrhaber und Arcadia gedeihen. Gemeinsam. Dem hohen Beichtvater vertrauen? Reden wir über Belohnung. Hat das Richtige getan. Ja, du bist ein Monster. Dem hohen Beichtvater vertrauen? Glaubst du wirklich, du kannst dem hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tektis gegeben. Und von Martin. Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen hohen Beichtvater leiten. Reden wir über Belohnung. Hat das Richtige getan. Du bist ein Monster. Na, Belohnung, scheiß der Hund drauf. Hat das Richtige getan. Es war nötig. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon wird das Urteil über unsere Taten abhängen. Ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Fahrhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen. Unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia. Wow. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft. Du hast den Skill Beschützer von Arcadia erhalten. Wenn du schweren Schaden erleidest, besteht die Chance, einen großen, zeitlich begrenzten Bonus auf Schadens- und Energieresistenz zu erhalten. Ist ja voll cool. Danke, Dima. Boah, coole Schuhe. Nice. Dann gehen wir nochmal zurück zum Nukleus und reden mit dem auf einmal veränderten Beichtvater, ne? Nicht schlecht. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, das gefällt mir gut, weil ich wollte da nichts kaputt machen. Und wir gehen, ja, das Land reinigen. Abgeschlossen, ja, müsste auch passen. Der fehlt uns noch und ganz nah dran. Sprich mit Kasumi. Was? Oh. Huch. Nochmal zurück. Entschuldigung. So, nochmal zurück mit Kasumi. So. Sowas, das, ja. Und dann gehen wir zum Nukleus. Nukleus. Licht. War ich da jetzt falsch? Ja, natürlich. Da. Ganz nah dran. Sprich mit Kasumi. Kasumi. Wo bist du? Da ist sie. Kleine Maus. Sieht so aus, als Hallo. Gäbe es Frieden auf der Insel. Das warst du, ja? Oder? Du hast alles ins Lot gebracht. Alles okay? Froh, dass es vorbei ist. Das Richtige getan. Hoffe, dass Frieden hält. Alles okay? Während ich weg war. Ja, alles okay. Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Das ist aber nett. Wovon redest du? Arcadia ist dein Zuhause. Die Nakanos brauchen dich. Du bist kein Sünd. Die Nakanos brauchen dich, wirklich wahr. Sie brauchen dich. Geh nach Hause. Ich packe meine Sachen und verabschiede mich noch bei allen. Danke. Für alles. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. Es wäre mir eine Ehre und eine Freude. Sprich mit Mr. Nakano. Nakano, jawohl, super. Bin ich jetzt hier richtig? Ich habe Orientierungsprobleme, ich weiß. Ja,
Aber irgendwie finde ich mich trotzdem zurecht. So. Manchmal. Meistens. Ja. So, mit Kasumi-Line haben wir gesprochen. Wir sollten trotzdem nach Dingens vorbeischauen. Da. Gehen wir nochmal zu den Kindern des Atoms und sorgen dafür, dass sie mit Falhaba nochmal verhandeln und ja, dass eben der Friede wirklich Einzug hält. Also nochmal dahin, auf Geheiß von Dima, und dann looken wir mal. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele, viele Nebenquests, die wir für sie erfüllen können. Quasi so eine Art Endlosschleife auch, wie es den Anschein hat, dass es bei den Minyatmans auch so ist, also beim Preston und so. Ja. Es könnte sich aber auch eine Quest herausstellen, wo wir so wie bei der Bruderschaft, wie bei den, wie beim Institut und so weiter, dass wir dort auf ewig Verbündete sein können. Mal glubschen einfach. Mal glubschen. Ich werde jetzt mal den Hohepriester aufsuchen. Hohepriester sage ich immer, Entschuldigung. Den Hohen Beichtvater aufsuchen. Und schauen, ob die immer recht behält und ob er wirklich noch was von uns braucht. Schau, er redet schon wieder. Ja, da hast du natürlich recht. Hm? Wo hat der jetzt geredet? Eine strahlende Vision sprach er zu mir und ich gehorchte. Atom fordert Frieden mit Farhaba, mit Akaba, in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missacht, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Gut eingefehlt. Sehr gut eingefehlt. Hoher Beichtvater. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. In meiner Vision. Dort. Neben unserem brillanten Meister. Hier, das ist für dich. Sein liebstes Kind soll es tragen. Oh, ist das nett. Atoms Bollwerk. Schadens- und Energieresistenz nebenbei. Höherer Radwert zu. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Abgeschlossen. Sehr gut. Und dann noch mit Farhaba, nehme ich mal an. Da noch sprechen, zwecks Frieden und so. Huch, irgendwie bin ich überladen. Hä? Ich glaube, Edda. Du bist so ein Schatz. Du musst mir bitte schleppen helfen. Freilich bin ich überladen. Das ist ja gar keine Frage mehr. Das ist ja eine Tatsache. Das kommt weg und ich glaube, die beiden. Ja. Wollte ich immer behalten tun. Die kommt weg und die... Na, warte. Das ist von meinem... von meiner Power-Rüstung. Die bekommst du nicht, liebe Edda. Entschuldigung, ich wollte nochmal hier hin. Da ist nichts mehr. Schrott, den kann sie schleppen helfen, auf jeden Fall. Subi. Danke, Edda. So, und wir gehen wieder. So. Tap. Und reise nach Farhaba. Den Schrott und so lasse ich mal hier, ne? Wir haben eh recht viel. Dann weiß ich, falls wir mal wieder eine Bausession machen. Jo. Falls wir wieder eine Pause-Session machen bei unserer Vault, zum Beispiel bei der Vault 88. Und wir brauchen wirklich Schrott, dass wir hierher zurückkehren können und nach Farhaba. Dann passt das so. Also wir dürfen auch nach Farhaba zurück. So. Und dann glaube ich, sind wir hier mit der Insel fertig, so wie es ausschaut. Friede, Freude, Eierkuchen, wie schön. So, rara, so, lala, bararara, rabam, barararam. Yo, bau, bau, babrabam, bararam, bam, 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 bam,
Na los, na los, na los. Na lü? Wo läuft ihr denn hin? Was würde ich dafür geben, in einer echten Powerrüstung rumstampfen zu dürfen? Okay. Zu wen müssen wir denn jetzt? Mit dir reden vielleicht? Der Köderladen, alles was du willst. Also Leute, ruhig, ruhig. Hoher Beichtvater Tektis, der Anführer der Kinder des Atoms, hat Frieden mit uns geschlossen. Und du glaubst ihm? Ja, er sagte, es wäre eine Vision von Atom. Und wenn man sie kennt, weiß man, wie ernst das gemeint ist. Aber diese Missionare... Die sind kein Problem. Er hält sie von Faraba fern. Es kommen keine Prediger mehr. Sie werden Ellen also einfach vergeben? Ihr... Tja... Gott hat ihnen das befohlen. Viele Leute also, hier haben nur das, was sie glaube, bei sich tragen. Sie haben uns vergeben. Sie bleiben also in ihrem Teil der Insel und wir bleiben in unserem. Das ist alles. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das lief sehr gut. Was? Der Nebel, Zimmer mieten. Was ist so Nebel? Besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel. Er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Schön. Bist du verrückt? Der Nebel kann dich verrückt werden lassen? Ja, er ist nicht natürlich. Im Landesinneren warten die Fallsteller. Mörderische Halunken. Aber viele verirren sich einfach im Nebel. Zu lange. Dann verliert man den Verstand. Wenn du vernünftig bist, gehst du wieder dahin zurück, von wo du kommst. Und schaust nicht zurück. Wieso bleibst du? Wieso bleibst du hier? Das ist unser Zuhause. Echte Männer und Frauen geben ihr Zuhause nicht auf. Außerdem. Jeder muss mal sterben. Also warum nicht mit einem Messer in der Hand, das tief im Bauch der Beste steckt, die einem Böses getan hat? Ja, jetzt hat er einen Schaden. Tschüss. Für dich. Jetzt ist es soweit. Jetzt hat er komplett den Verstand verloren. Wir kehren nach Hause zurück. Mit unserem Schiffelein. Wir können uns freilich borten, aber es ist anstandsmäßig, dass wir das Schiff zurückbringen. Es war ja geborgt, also bitte zum Commonwealth reisen. So, wir sind hier fertig. Wir haben die Insel geschafft. Zumindest mal fürs Erste. Keine Ahnung, ob wir wieder hierher mal kommen sollen dürfen. Können wir uns dann eh herporten. Aber fürs Erste mal, fürs Erste sind wir hier fertig. Frieden auf der Insel. Wie schön. Tschüssi, schönen Tag euch allen, Baba. Da, da, da. Und jetzt noch eine Dose Spinat. Was? Wobei? Wie? Was? So. Da, 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 da. Gleich wird schwarz und ist es soweit. Sehr gut. Das gehört sich schon, dass man das Boot zurückbringt. Wir haben es uns freundlicherweise ausbauen dürfen. Und man kann echt sagen, was das Thema Insel des Nebels betrifft, haben wir wirklich ein wunderschönes Happy End zusammengebracht. Die vermisste Tochter ist zurück, auf der Insel ist Frieden, alle drei Parteien geht's gut, was will man mehr? So. Und manchmal muss man sich halt eben den Frieden ein bisschen erschummeln. Ja. Hallo Katzi! Na, wartest du schon? Auf dein Frauchen, die müsste schon hier sein. Ich glaube, da oben steht Kasumi. Jo, du Stubendieger. Hm? Na, du süßer Kater. Oder Kätzchen, Katze. Na, Stubendieger. Jo. Mei, wie sie putzt. Oh, brav. Aber meine Farbmäuse bekommst du nicht zum Fressen, dass du es gleich weißt. Die sind meine, die gehören mir. Das sind meine Mädels. Moa. Da werde ich dann mal, wenn man ein 100... Oh, jetzt wird's schön. Ich bin wieder da. Kasumi? Jetzt wird's schön. Licht.
Meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kazumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Danke. Klar kommen. Und jetzt werde ich bezahlt. Gern geschehen. Das war mein Job. Na, gern geschehen. So viel Güte ist im Commonwealth selten. Das werde ich nie vergessen. Kazumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sünd. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war nur so verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kazumi. Du bist jetzt zu Hause. Brauchst du einen Moment? Pass gut auf sie auf, Kenshi. Hör nächstes Mal besser zu. Sie ist ein Sünd. Brauchst du einen Moment? Nein, wir haben jetzt jede Menge Zeit zum Reden. Wir wollen dich nicht aufhalten. Hör nächstes Mal besser zu, bitte. Nächstes Mal besser zu, Kenji. Du musst sie nicht nur beschützen. Rede mit ihr. Ich weiß. Ich habe so sehr geklammert, dass ich sie fast verloren hätte. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Ich danke dir. Die Sammlung deines Vaters, bist du dir sicher? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Ich danke dir vielmals. Du hast es dir verdient. Du bist weit gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Danke für alles. Es war uns eine Ehre. Wir sind eine Familie. Genau so sollte es Errungenschaft, ganz nah dran. Kazumi? Und dir geht's gut? Mir war nicht bewusst, was ich Kenji und Ray zugemutet hatte. Was sie verloren haben. Okay. Sprich mit Ellie. Ich glaube, das warst du, oder? Kazumi ist zu Hause. Entschuldigung. Und ich achte darauf, dass Kenji ihr Raum zum Atmen lässt. Gute Mutti. Nein, Schwachsinn. Die Ellie ist ja natürlich die Sekretärin, wenn man es möchte. Die Partnerin vom Valentine. Entschuldig bitte vielmals. Du hast mir gerade zu spät eingefallen. Nach Hause gebracht. Danke nochmal. Gern geschehen. So. Jetzt müssen wir das. Ganz ehrlich, Leute. Wir lassen uns mal die Sonne ein bisschen ins Gesicht scheinen. Nicht vergessen, die Zähne zeigen. Da nehmen wir nämlich Vitamin D auf. Das geht nur so. Ja, schaut doof aus, aber immer schön die Zähne in die Sonne halten. Ja, das reicht. Ja, wirklich. Ich konnte es selber nicht glauben. Ne? Ich habe immer gedacht, Vitamin D nimmt man über die Haut auf oder so. Ne? Einfach mal einen Spaziergang machen oder so. An der frischen Luft, in der Sonne. Nein, tatsächlich machen das auch unsere Vorfahren, die Affen, quasi von denen wir abstammen, die machen das auch so. Die sitzen auf ihren Bäumchen, schauen in die Sonne und halten die Zähne dorthin, also zeigen die Zähne zur Sonne. Über die Zähne nimmt man Vitamin D auf. Wer glaubt, also ich meine, unfassbar, oder? Wer hätte das gedacht, so wollte ich sagen. So, die Blümchen nehmen wir noch schön mit und dann hauen wir hier ab. Im Commonwealth. Commonwealth. Müsste eigentlich schon theoretisch eventuell Taten Schiffbrecher. Die habe ich vergessen. Überwache Schiffsbrecher Funkfrequenz. Ich habe keine Ahnung. Wo die ist. Das war schon noch dort auf der Insel, ne? Oh oh. Grabe die Vorräte aus. Das ist auch so eine Sache. Die werden wir auch noch schnell machen. Da hinten irgendwo. Huch. Und da muss ich nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Schiffbrecher-Dingens war. Scheibendreck. Sollen wir die noch... Ich meine, wir haben noch ein paar Minütchen. Es würde sich, glaube ich, rendieren noch für die Länge des Parts, wenn man das beachtet. Da? Jo, da. Würde sich vielleicht rendieren, dass wir das noch versuchen zu suchen. So. Ich glaube... Ach Mist, ich weiß es nicht mehr genau.
Was haben wir denn da? Anstachelnd, mächtig, Kampfgewehr, verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Okay, das darf auch alles gerne mit. Jo, kann man lassen. Schnell nochmal porten. Nach Far Harbor. Ich werde nur schnell den Strand ein bisschen abchecken. Ich habe dummerweise vergessen, leider, wo diese Schifffrequenz war. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Es muss hier auf Far Harbor sein, also auf der Insel. Die Insel des Nebels. Komm, lade. Das geht sich noch aus in dem Part. Ich spüre es im linken Hüftknochen. Komm, hopp, hopp. Hü-hot. Na los, mach. Sei brav, sei lieb. So. Ah, das Boot im Hintergrund, ne? Lol. Das Commonwealth. Da oben waren wir auch noch nicht. Ach, herrje. Ich Idiot, hat nämlich voll Gas vergessen. Gerberei. Hier vielleicht. Ich fange mal hier an. Ich hoffe, ich finde das jetzt noch schnell. Ansonsten muss ich das mal suchen gehen. Ich habe das nämlich voll verpeilt und verpennt, weil wir gerade am Questen waren, glaube ich. Irgendwelche Viecher sind uns, glaube ich, angegangen. Und dann habe ich nur noch im Augenwinkel, glaube ich, vernommen, dass wir hier eigentlich... Oh, ein Meierlörg. Dass wir hier eigentlich... Dass ich hier eigentlich noch was machen hätte, so ein Boot. So, ist der Meierlock schon kaputt? Gewaltprotokolle aktiviert. Ja, mach nur. Da ist er irgendwo. So, das war's. Gibt's noch ein paar Pünktchen für uns, aber ich glaube, da bin ich wieder falsch. Schiffsbrecher. Frequenz. Puh. Wo war denn das? Die Schiffsbrecher. War das vielleicht sogar ein Ort, wo man sich hinporten konnte? Schiffsbrecher. Ha. Ich habe keine Ahnung mehr. Die Schiffsbrecher. Gerberei, bla bla. Besucherzentrum da oben. Schiffsbrecher. Die da war es ja, glaube ich, auch nicht, oder? Die MS Azalea. Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht, dass das da war. Ich habe es voll vergessen. Null Prozent. Ich könnte es eventuell noch sonst, wenn ich es überhaupt nicht mehr finde, könnte ich es noch schnell nachlesen versuchen, dass ich den Ort wenigstens wieder finde, wo wir da das Signal und so empfangen können. Eventuell. Ja. Nein. Signalstärke 0. 0, Josef. Natürlich jetzt nicht so klasse. Ihr wisst das bestimmt, ne? Wo das ist. Hundertprozentig wisst ihr das. Aber ich habe wieder mal keinen Plan. Aber sowas von keinem Plan. Huch, Herr Jemini. Naja, ich würde sagen, ich beende jetzt mal den Part. Zeitlich gesehen wird es eh passen. Und dann schaue ich mal ganz kurz nach. Ich mache mal ganz kurz schlau. Suche das Ding ganz schnell und wir machen dann eine neue Aufnahme. Ich glaube, das ist dann eh schon die fünfte und die letzte für heute. Meine Au! Ja, sicher. Für meine Aufnahmesession, meine ich. So. Und dann werden wir uns wieder im Commonwealth uns weiter hier beschäftigen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute.
Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!